Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Profi-Nerd und heute direkt zum 1. Januar dachte ich mir, ich stelle euch ein Set vor aus der neuen Lego-Technik-Serie von 2021. Ich habe hier die 42117, das Flugzeug, und die 42116, den Kompaktlader. Das Flugzeug mache ich nächste Woche, das zeige ich euch dann eben entsprechend dann. Ich fange heute an mit dem Kompaktlader 42116. Ganz kurz, die 10-Euro-Modelle von Lego-Technik haben mich in den letzten paar Monaten schwer überrascht. Wir haben diesen Cherry-Picker, dieses wunderbare kleine Gefährt, der das den Arm heben konnte, so eine kleine Hebebühne. Wir hatten jetzt letzten Winter diesen Buggy mit Lenkung und Federung, der mir sehr viel Freude bereitet hat. Und wir hatten natürlich den Mini Class Serial mit Lenkung und diesen schönen Zahnrädern. Jeweils jedes Set 10 Euro. Die fand ich alle super. Lego Sets, die Lego Technik Tradition der 10 Euro Sets fordern, hat uns diese zwei beschert. Und ich fange heute mit dem 42116 Kompaktlader an. Kurze Facts, 9,99 €. Ein schönes Mitnahmeset, 140 Teile. Und wir haben ein 2-in-1 Modell. Wir können dieses Set in ein B-Modell verwandeln, und zwar in einen Hot Rod. Zum Zeitpunkt der Aufnahme muss ich gestehen, gibt es in diesem Set noch keine Anleitung für das B-Modell. Die gibt es nur online und die ist bei Lego noch nicht verfügbar. Deswegen baue ich jetzt nur das A-Modell. Aber es gibt noch eine Neuerung. Es gibt nicht nur jetzt den Aufbau dieses Sets als Zeitraffer, praktisch als Speedbild, kurz mal zwischen rein und ein Fazit, das ein bisschen aufgemöbelt wird. Ich habe mir auch gedacht, es wäre doch relativ cool, weil Lego in letzter Zeit so viele Lego-Modelle baut mit viel umbauter Luft. Die sehen zwar wuchtig aus, aber innen drin ist sehr viel Luft. Habe ich mir gedacht, ich führe eine neue Wertungskategorie ein, und zwar Preis pro Gewicht. Ich habe dieses Set schon gewogen. Es ist noch original verpackt. Ich habe es gewogen, wie viel der Karton wiegt, und wenn es fertig ist, wiege ich mal rein netto das Gewicht des Sets. Ohne Anleitung, ohne alles. Und dann können wir mal gucken, was so der 100 Gramm bzw. Kilo-Preis ist. Und das werde ich zukünftig bei jedem Set machen. Zum Beispiel auch bei dem Liebherr oder bei dem im Sommer rauskommenden Autos. Vielleicht auch mal dann Ferrari oder Lambo. Es ist nämlich interessant, weil ja die Teileanzahl nicht immer Anhaltszeichen oder Anhaltspunkt ist, wie wertig so ein Set ist. Ich mache es jetzt übers Gewicht. Zukünftig in jedem Video. So, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. So. Uah. Gut verklebt. Übrigens, was sagt unser Datumstempel dieses Sets? Wo ist denn der Datumstempel auf diesem Set? Hier ist er. Produziert in Kalenderwoche 49. Relativ neu. Aber in welchem Jahr? 2020. Relativ neu. Eine Anleitung, ein Karton. Den Karton stellen wir beiseite. Zwei Liftarme liegen separat. Hier haben wir eine kleine Baggerschaufel, die kennen wir bereits, ich halte mal darüber ins Licht. Aus dem Volvo-Bagger zum Beispiel. Und zwei Tütchen. Sehr überschaubar. Die kleine Anleitung ist mit 63 Seiten und 65 Bauschritten nicht gerade so schwerwiegend, denke ich mal. Und wir haben ganz hinten haben wir auch die Funktion erklärt und die weiteren Sets, die es in der Welle gibt. Da wird noch beworben, das kleine Flugzeug und die zwei Aufziehautos. Der Ferrari wird nicht beworben, der Jeep wird nicht beworben, nur gut. Eine Anmerkung möchte ich aber trotzdem noch machen. Ich mache jetzt einen kleinen Speedbild. Ihr habt unten im YouTube-Video, in der Beschreibung, habt ihr die Zeitstempel. Falls ihr den Speedbild nicht sehen wollt, das wird zukünftig in jedem Video auch so sein, könnt ihr einfach mit den Zeitmarken oder eben unten, wenn ihr in die Leiste reinklickt, könnt ihr einfach dann zum nächsten Kapitel springen. Die sind abgetrennt. Ich benutze ab sofort Kapitelmarken, falls euch das nicht interessieren sollte. Und dann würde ich mal sagen, lege ich mal los mit dem Bau.
Da steht er vor uns. Ich habe ihn fertig gebaut. Das hat jetzt nicht lange gedauert, 10, 15 Minuten. Also im Zeitraffer habt ihr es ja gesehen. Keinerlei Probleme. Es gibt zwei Dinge, die haben mich super beeindruckt. Ich zeige euch die zwei Dinge, die mich beeindruckt haben, bevor ich euch die Funktion zeige. Also Nummer eins ist, ich hoffe, also beim Bauen hat man es gesehen, ich gehe nachher nochmal in einer Whitebox in das Gerät ran, da seht ihr das. Da sind zwei bedruckte Teile drin. Sieht man das ein bisschen da drin? Die Bedienelemente. Die waren beim roten Kran, beim großen roten Kran, waren die alle beklebt. Hier drin sind es Prints. Ganz normale Bedienfelder Prints. Das Ding hat keinerlei Sticker. Null, wollte ich nochmal erwähnen. Null Sticker. Top. Das zweite Highlight, das ich habe, ist dieses hier. Ich habe es mal beim Speedbild in die Kamera gehalten. Das ist ein Achsstopper. Wir alle kennen Achsstopper, diese Dinger, die Achsen stoppen. Wo man einfach auf die Achse ziehen und gut ist. Wir kennen ihn rot. Hier ist ein Schwarz dabei. Mehrfach. Da sind schwarze Achsstopper drin. Ich meine, das Ding ist rot. Da hätten auch rote Achsstopper was getan. Aber Lego hat es erkannt und hat schwarze Achsstopper gemacht. Das bedeutet, ich kann meine allen schönen Sets, kann ich diese Teile bei Nachbestellung und kann die Achsstopper, die roten, durch schwarze ersetzen. Top-Teil. Schwarze Achsstopper. Kommen wir mal zu den Funktionen. Ich mache mal die Anleitung weg und den Karton ein bisschen beiseite. Es hat mehrere Funktionen. Funktion Nummer 1, ich kann die Kabine aufklappen, dass da ein Männchen reinpasst. Es passt kein Technikmännchen rein, es ist zu komisch für ein Technikmännchen, es ist ein Sitzassoziierer, ein blauer, und ich kann die Kabine auf und zu machen, wie bei einem echten Kompaktlader. Zweite Funktion, ich kann die Schaufel hoch und runter machen. Ihr seht schon, es wackelt alles ein bisschen. Dritte Funktion, ich kann hier oben drehen und der Liftarm bewegt sich nach oben. Und dann kann ich natürlich so machen. Ihr seht schon, das Ganze wackelt. Ich habe das bei mehreren Videos gesehen. Guck mal, das wackelt alles ein bisschen. Das ist nicht ganz so stabil. Aber ich kann es runter machen und hoch. Ein kleiner Spielspaß hat es. Ich kann ganz wunderbar in Teile reinfahren, kann die aufnehmen, kann die Schaufel nach oben machen, aber es wackelt alles ein bisschen. Ist gut, ist ein 10-Euro-Set. Bau macht Spaß, ist ein echt nettes Set. Das macht echt Freude. So Sets hätte ich gern mehr. Guck mal, diese schöne Riege an Sets. Zum Beispiel. Jedes kostet 10 Euro. Das ist ein, da geht mein Technikherz auf. Über sowas freue ich mich super. Wirklich, das ist ein, jedes Set hat Funktionen oder Sachen, die bei Technik speziell sind. Sei es eine Federung, sei es ein Zahnrad oder so. Hier sind auch viele Zahnräder drin verbaut. Ich habe eine Schnecke verbaut und 5 Zahnräder. Kein schlechter Schnitt und es macht Spaß. Und jetzt möchte ich noch auf eine Sache eingehen. Das ist das, was viele YouTuber bemängelt haben. Das Wackeln hier von dem Liftarm. Dann habe ich eine ganz einfache Lösung. Die Lösung besteht aus zwei Teilen. Ein blauer Achspin und einen von diesen Liftarmen mit Biegung. Ich ersetze jetzt einfach mal diesen kleinen weißen Dreier-Liftarm. Ich nehme den raus. Hier drunter ist so ein schwarzes Teilchen so zum Kurbeln mit einer Pinaufnahme. Und den weißen Liftarm habe ich samt Pin raus. Jetzt nehme ich einfach diesen wunderhübschen kleinen Liftarm und mache da den Achspin rein, oben. Und das hat ja unten eine Achsaufnahme, drüber ein Loch. Dann mache ich es in das Loch rein und dann richte ich das einigermaßen so aus, dass es in das Loch reinpasst. So. Jetzt sind die miteinander verbunden. Seht ihr das? Und wenn ich jetzt hier bewege, macht das viel weniger. Und wenn ich jetzt hochkurbel, machen wir das mal. Gehst du hoch? So. Viel fester und wieder runter. Ihr seht schon, aber das Problem ist, er geht nicht mehr so hoch und runter. Es geht da runter und ich kann hier arbeiten. Hier wackelt es ein bisschen mehr. Aber ich kann hoch. Ich kann nicht mehr ganz so hoch, aber es wackelt viel weniger. Mit einem kleinen Liftarm könnt ihr das Problem beheben von dem Wackeln. Im Spielspaß ist immer noch da. Er geht nicht mehr ganz hoch. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Liftarm nehmen. Ihr könnt zum Beispiel auch einen von den mit 90 Grad Biegung nehmen. Ich habe jetzt den genommen. Und trotzdem habt ihr einen super Spielspaß und es wackelt nicht. Top. Für 10 Euro. Ich baue es mal schnell wieder zurück, dass wir einen Originalzustand wieder haben. So, Teilchen wieder weg. Die Teilchen hier wieder rein. Na, komm schon. Habe ich aber arg hochgekurbelt hier. So. Also für mich ist es eine komplette Empfehlung, dieses Set. 140 Teile, 10 Euro. Ja, die kleinen Sets, 10 Euro. Man könnte sagen, ja, für 8 Euro im Angebot. Aber nee, die sind auch so 10 Euro. Ich habe viel Freude gehabt. Und es kommt jetzt mit den anderen 10 Euro Sets schön in meine Techniksammlung. Und wie gesagt, nächste Woche zeige ich euch dieses 10 Euro Set. Erörtern wir mal, ob das auch 10 Euro wert ist oder ob wir das bleiben lassen können. Ich hoffe auch, dass in der nächsten Zeit zu diesem Set die Anleitung für das B-Modell erscheint. Ich hoffe dann nicht erst in der 2. oder 3. Januarwoche, dann zeige ich euch noch ganz kurz das B-Modell in einem anderen Video noch mit drin. Und dann wünsche ich euch noch einen
wenn ihr das Video heute schaut, einen schönen 1. Januar. Hey, übrigens, frohes neues Jahr und bis bald. Hier sehen wir nun den kleinen Skidloader 42116. Auch wieder auf der Rückseite das B-Modell, der Hot Rod. Leider, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme kein B-Modell. Irgendwie sehen wir da drin ein Zahnrad. Guck mal hier. Irgendwas kann das machen. Was, weiß ich aber nicht. Das gilt es irgendwann herauszufinden. So, ganz kurz. Hier sehen wir nochmal die schönen Liftarme, die ich noch ein bisschen stabilisiert habe. Einfach, dass ich dieses Element hier mit dem verbunden oder ersetzt habe, wie ich gerade im Video gesagt habe. Und wir sehen hier drin sogar die schwarzen Achsstopper. Hier. Warum die Achsen dann gelb sein müssen, ist mir ein Rätsel. Gucken hier halt gelb raus. Okay, gelb und schwarz sind Baustellenfarben. Aber eine rote Achse hätte hier deutlich besser ausgesehen oder eine schwarze Achse. Führerhaus, wie gesagt, kann man auf und zu machen. Und wir können die ganze Geschichte hier schön hinstellen. Lenkung hat es keine. Übrigens, ne? Keine Lenkung. Wie beim echten, das ist wie bei einem Kettenfahrzeug. Kann sich links drehen und rechts drehen und das war's. Wir haben zwei Zahnräder. Hier oben das Zahnrad, um die Geschichte nach oben zu kurbeln. Und diese Zahnradgeschichte, um die Schaufel zu bewegen. Mit einem zweiten Händchen läuft es besser. So. Sieht man da noch was? So, und wieder runter. Muss man ein bisschen aufpassen. Ganz kurz zu dem Print. Muss ich nochmal hier aufklappen, was ich, den ihr vorhin erwähnt habe. Hier seht ihr den Print. Das sind zwei Teile. Das ist eine neue Fliese. Sieht man das? Das ist eine neue Fliese. Eine Anleitung ist eine andere abgedruckt. Die wurde ersetzt durch eine neuere Version. Und so ist es doch ein sehr schnuckliges Modell, wie ich finde. Kann was hoch runter kurbeln. Da kann man viel Freude mit haben. Wenn man da rumkurft und sich ein paar Teile auflädt. Hups, wo kommen die jetzt auf einmal her? Wenn man da jetzt einfach runter geht mit der Schaufel, guck mal, gehen wir ein bisschen runter. So, und dann fahren wir da dagegen. Wir sehen schon, der schiebt sie nur vor sich her. Der kann sie nicht wirklich reinmachen, da brauchen wir ein bisschen Gegendruck. So, und dann können wir da die Schaufel wieder nach oben machen. Und schon haben wir da was drin und können es wunderbar von A nach B verfrachten. So einfach ist das. Spielfeatures ohne Ende. Natürlich liegen die ganzen Teile nicht mit bei, sind von mir gerade eben dazugefügt worden. Aber an sich ein schickes 10-Euro-Set und es wird noch lang in meiner Techniksammlung bleiben.